Vier Schüler, ausgesetzt im Dschungel, müssen sich täglichen Herausforderungen stellen. Wer nach 6 Wochen noch im Camp ist, gewinnt und bekommt eine Überraschung. Ich meine, wir sind ja auch schon länger hier und das ist hey, du bist, du machst, du zu Hause. Ja, du hast Urlaub gemacht, ja, oder so. Ja. Also Urlaub würde ich das nicht sagen. Aber das heißt ja, die Schule fängt bald wieder an. Freut ihr euch schon auf die Schule? Ja, ich liebe Schule. Nein, also ich möchte, du weißt, ich will keinen Kunstunterricht haben. Nie wieder. Chemie will ich auch nie wieder haben. Das war das Furchtbarste. Ja. Philipp ist eh der furchtbarste Lehrer. Ich hoffe, der ist gefeuert ja, worden in den Sommerferien. Und ich will Hauswirtschaftsunterricht möchte ich endlich. Ja, das ist ich cool. Backen lernen kann. Ja, das was, der kann doch gar nicht. Also ich mach Business, ja, und ich war das letzte halbe Jahr, habe ich halt Schule gespielt. Bist du auf die Business-Schule? Ja, meine Eltern meinten, ich muss dann jetzt mal wieder zur Schule. Aber man darf doch gar nicht schwänzen. Hast du ein Praktikum gemacht? Ja, darf man nicht, aber was soll ich machen, wenn es mir zur Schule gehen. Spaß macht? Ja, also. Aber das sind Regeln. Ja, deswegen bin ich ja auch wahrscheinlich hier in diesem Camp, dass ich irgendwelche Regeln lerne. Wie auch immer. Hauptsache, ich gewinne das Camp erstmal vor der Schule. Ja, das werden wir mal sehen. Nein, Lena soll gewinnen. Nein, ich. Oh, danke. Also ich bin echt gespannt auf die Teams. Also wir mussten ja letztes Mal so... Warum will eigentlich keiner, dass ich gewinne? Naja, es reicht auch, wenn du selber willst, dass du gewinnst. Also ich darf gewinnen. Ich glaube, jeder von uns hier will gewinnen. Außer Chanel. Ich seid ja richtige Bro. Vielleicht will ich auch gewinnen. Bewohner, das Halbfinale steht an. Und die Zuschauer haben sich für Teams entschieden. Die Teams lauten Layla und Chanel, Bibo und Tessa. Hey, hast du was gehört? Okay, wir sind ja zusammen im Team. Dir? Aber ja. Gewinnen wir dann beide? Aber ich wollte mit Chanel. Ich nicht. Oh, ich wollte aber eigentlich mit Layla. Hey, jetzt auf einmal? Ja, keine ja. Ahnung. Ja, besser als mit Biso. Bibo! Ja, dann macht ihr halt zusammen. Chanel. Also ich freue mich, dass ich mit Chanel zusammenarbeiten darf im Team. Und aber das Ding ist, ich glaube, also wie ist denn das? Kannst du das Team auch unterstützen, aber ja, aber das heißt dann ja, dass ich rausfliegen würde, weil es können ja nur 2 ins Finale. Was laberst du? Vielleicht gewinnen wir auch. Ja, aber dann, Chanel hat doch gerade gesagt, dass ich sie unterstütze. Hörst du nicht zu? Ach so, und dann willst du nicht ins Finale, dann unterstütze doch, ich Doch, ich habe gesagt, Mannschaft? Dass ich sie nicht unterstützen okay, kann, Leute. Und dass ich nicht ins Finale wäre. Hallo, Kamera. Oh, ihr seid doch voll ernst. Mimo, nicht so laut. Ja, deswegen funktionieren Tessa und ich ja nicht als Team, weil sie hören mir gar nicht Wir wollen nicht in ein Team. Komm, wir gehen weg, Layla. Das ist echt nervig. Tessa, du musst jetzt echt 100% geben bei der nächsten Nein, Bibo, Prüfung. Du musst jetzt mal 100% geben. Ich gebe immer 100%. Gar nicht. Okay, Leute, wisst ihr, was Chanel und ich jetzt machen? Wir bereiten uns auf die Challenge vor. Wie denn? Was ist denn die Challenge? So. Ja, wissen wir nicht. Wir sind wieder die Streberin, Alter. Wir müssen uns auch vorbereiten, Bibo. Wie denn? Mit Liegestützen? Ja, okay. Los geht's. Ja, auf. Ja, okay. Komm. Schneller. Jo, Leute, was soll ich sagen? Ja, jetzt bin ich einfach mit Bibo in einem Team. Ey, ganz ehrlich, ich wollte mit meiner Sis Layla ins Team. Ich finde es voll unfair, Mann. Keine Ahnung, was wir Zuschauer das entschieden haben, aber ich finde es echt nicht cool. Ja, Layla ist cool. Also ich bin gerne zusammen mit Layla in einem Team. Ich möchte ja, dass Layla gewinnt, ne? Also mit Chanel im Team zu sein, finde ich eigentlich ganz gut, glaube ich, weil Bibo nervt, mit dem will ich nicht im Team. Und Tessa ist immer so hin und her. Manchmal bin ich ihr Bro oder Sis und manchmal nicht. Und jetzt... Nee, ich finde das gut mit Chanel. Ich glaube, wir sind ein gutes Team. Bewohner, die Teams stehen fest. Entscheidet euch, wer die erste Challenge macht. Also Schnick, Schnack, Schnuck. Beides Papier. Schnick, Schnack, Schnuck. Stein, Zahn, ich habe gewonnen. Wir machen nicht bis 3. Ich habe gewonnen. Ich fange an. Okay, also wer soll jetzt anfangen? Fang also du mir an. Ist es eigentlich egal, ja? Nein, fang du an. Okay, ich fange an. Layla und Tessa, ihr spielt jetzt gegeneinander Halligalli. Dazu deckt ihr gleichzeitig die Karten auf. Wenn 5 gleiche Früchte zu sehen sind, haut ihr auf den Buzzer. Wer zuerst den Buzzer drückt, bekommt einen Punkt. Liegt ihr falsch, bekommt der Gegner einen Punkt. Wer zuerst 3 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Okay, das ist ja einfach.
Ja. Bereit? Grundfrüchte, okay. Wir machen so, so. Ja. Nicht zu uns hin, sondern dass wir das nicht zuerst sehen, okay? Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Immer und immer wieder schneller. Und ta. Ha. Eins, zwei, fünf. Was? Ja, fünf nein, Früchte. Ach. Ein Punkt Tessa, hab ich. Nein, ja. Das sind doch verschiedene, also egal. Tessa, du liegst falsch. Leila bekommt einen Punkt. Sorry. Was? Ja, weil das sind ja Bananen und Erdbeeren, das geht nicht zusammen. Ach so, ich dachte, nein, oh Mann. Nein, das geht nicht zusammen. Oh, okay. Sorry. Also ja, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Weiter. Bisschen schneller. Ja, mach du mal. Du machst zu schnell. Oh Mann, doch alles hier. Ah, ey, der Buzzer ist das sind fünf. Leila hat zwei Punkte. Okay, ich brauche nur noch einen Punkt. Okay. Okay. Und? Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Fünf. Hä? Nein. Doch. Hä? Wie? Nein. Pass da doch sind auf. Doch noch fünf Hör doch Bananen. Zu. Leila gewinnt das Spiel. War ein gutes Spiel. Was? Was? Nein, das ist doch neun. Hä? Ich check's nicht. Tessa, du hast verloren. Was? Kackspiel. Hier, was? Jo, was soll ich sagen? Ja, ich meine, ich hatte auch die krasseste Konkurrenz mit Leila, ja? Die ist halt auch voll schlau und so. Das war halt schon unfair, das Spiel, ja? Ja, aber ich habe halt echt voll abgelost, Digga. Also, ich will ja nicht gemein sein, aber das mit dem Halligalli, ich glaube, das hat Tessa überhaupt nicht verstanden. Die hat das gar nicht gecheckt. Also, das war so einfach, gegen die zu gewinnen. Also, gut, gegen Bibo hätte ich auch gewonnen, aber das war wirklich ein bisschen peinlich. Chanel, es folgt ein Dschungelquiz. Fünf Fragen, fünf Antworten. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Also ich möchte mal sagen, dass Leila das machen soll. Leila ist viel schlauer als ich und die hat das andere Spiel auch schon gewonnen. Kann Leila das nicht machen? Ja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt hier mache, warum ich hier fürs gegnerische Team jetzt die Fragen vorlesen soll. So, keine Ahnung. Okay, fang an. Mal ja, gucken. Wir haben ja schon drei Punkte. Ja, ja danke. Hm. Egal, wir starten jetzt. Also, welche Schlange ist die längste Giftschlange im Dschungel? A. Königskobra, B. grüne Mamba, C. Anaconda. Kann ich die... Hä? Ich sag A. Falsch. Die Antwort wäre C. Anaconda. Hm. Dann Frage, also schon mal 0. Dann Frage 2. Wie nennt man die dichten Wälder, die den Amazonas umgeben? A. Savanne, B. Regenwald, C. Taiga. B? Richtig! Frage 3. Welche Pflanze ist bekannt für ihre heilenden Eigenschaften und wird oft im Dschungel als Naturmedizin verwendet? Hä? A. Lavendel, B. Aloe Vera, C. Minze. Ich nehme einfach wieder B, ich habe keine Ahnung. Das war richtig. Woo! Jo, Chanel, du bist ja echt schlauer als ich dachte. Zwei Punkte für Chanel. Fünf Punkte für Chanel und Leila. Nein, noch zwei erst. Okay, Frage 4. Welches der folgenden Tiere baut komplexe Nester, die hoch in den Baumkronen des Dschungels zu finden sind? A. Koala, B. Faultier, C. Webervogel. Webervogel? Richtig, ey Chanel, so, Digga, hast du das studiert oder was? Okay, Frage 5. Welche dieser Pflanzen im Dschungel ist berühmt für ihre riesigen, trompetenförmigen Blüten und blüht nur für eine Nacht? A. Seerose, B. Lilie, C. Nachtkerze. Hä? C? Nein. Oh. Die Antwort wäre A. Seerose. Jo. Hä, eine Seerose blüht doch voll lange, die haben wir zu Hause im Garten, okay. Bei Oma. Chanel, du hast 3 Punkte. Boah, jetzt führt ihr ja dann schon, dann habt ihr schon 6 Punkte und wir haben 0, ey. Ey, Alter, wenn Bilbo das jetzt hier nicht gleich reißt, Junge, dann, ey, was ist das, Mann? Ja, also ich fand die Fragen gar nicht so schwer. Also ich habe das meiste geraten, aber ich meine, 3 von 5 ist voll gut, finde ich. Ich habe gehört, Tessa hat schon voll abgedost, also muss ich jetzt hier richtig... die Punkte reinholen. Ja, ich will ja nichts sagen, aber ja, also, das schaffst du bestimmt schon. Ja, ich gebe mein allerbestes. Gut, also, Frage Nummer 1. Welche Schlange ist die längste Giftschlange im Dschungel? Königskobra, grüne Mamba oder die Anaconda? Grüne Mamba. Falsch, richtig ist Anaconda. Anaconda ist doch nicht giftig. Nächste Frage. Wie nennt man die dichten Wälder, die den Amazonas umgeben? Savanne, Regenwald oder Taiga? Taiga?
falsch. Richtig ist Regenwald. Hä? Ich dachte, ach egal. Bis jetzt hast du leider noch keinen Punkt. Aber ich dachte, die Frage bezieht sich auf den Regen. Jetzt sie auf den Amazonas ach bezogen. So. Frage Nummer 3. Welche Pflanze ist bekannt für ihre heilende Eigenschaften und wird oft... Aloe Vera. Hey, das ist richtig. Yay! Ein Punkt für Bibo. Okay, vorletzte Frage. Welches der folgenden Tiere baut komplexe Nester, die hoch in den Baumkronen des Dschungels zu finden sind? Orangutans. Die richtige Antwort ist Webervogel. Oh. Leider kein Punkt für dich. Mano. Letzte Frage. Ja. Welche dieser Pflanzen im Dschungel ist berühmt für ihre riesigen, trompetenförmigen Blüten und blüht nur für eine Nacht? Die Seerose, die Lilie oder die Nachtkerze? Nachtkerze. Das ist falsch. Hä? Die Seerose. Bibo, oh Mann! Einen Punkt. Ich hoffe, ich hab's noch geschafft. Ja, genau deswegen wollte ich nicht mit Tessa in ein Team. Die hat das total verdattelt und Leila hat sogar 3 Punkte. Sie hat nicht mal irgendwie einen oder so geholt. Also das muss ich jetzt bei dem nächsten Spiel echt aufholen. Die Entscheidung ist gefallen. Bibo und Tessa, ihr müsst das Camp augenblicklich verlassen. Das ist alles deine Schuld, Tessa. Wegen dir habe ich verloren. Warum sind wir überhaupt in einem Team? Ich will nicht gehen. Ich will ja nicht gemein sein, aber tschüss. Ne? Ja. Tschüss. Chanel, ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Was mit mir? Wir sehen uns in der Schule, ne? Ich werde dich vermissen, Sis. Ja, ich dich auch. Aber macht Hallo. Ich dachte, wir haben... Hast du mir das nicht gezeigt, sowas? Irgendwie so, oder? Ja, so. Aua. Tschüss. War eine schöne Zeit mit euch. Wünscht uns Glück. Im Finale. Könnt ihr eigentlich, guckt ihr das Finale im Fernsehen dann? Wahrscheinlich, oder? Also, was soll ich sagen, Leute? Jo, meine Zeit ist hier wohl vorbei. Ich bin echt traurig. Und ich will auch jetzt hier nicht einen auf Gefühle machen. Hier, dies, das. Jo, peace, Leute. Bleibt cool und wir sehen uns. Jo. Oh Mann, ich will nicht gehen, ich wollte doch gewinnen. Das ist alles Tessas Schuld und irgendwie auch Leilas bestimmt. Also Chanels nicht, Chanel ist cool. Aber oh Mann, ich wollte doch hier gewinnen und ich habe auch diese ganzen Pläne geschmiedet. Das war jetzt alles für gar nichts. Also was kriege ich denn jetzt? Kriege ich irgendwas? Boah, also jetzt bin ich aber ganz schön gespannt. Ich wollte doch, dass du gewinnst, aber ich will jetzt auch ein bisschen, dass ich gewinne. Wir haben doch zusammen gewonnen. Wir haben zusammen, oder? Wir sind jetzt zusammen im Finale, aber... Kann ja, glaube ich, dann nur eine von uns gewinnen, oder? Also wir sind jetzt zusammen im Finale, haben wir dann... Nee, wir haben... Nee, also... Aber gewinnen wir dann beide? Weil ich wollte ja, dass du gewinnst. Eigentlich kann es nur einen Gewinner geben. Danke, ich will auch, dass ich gewinne. Also aber eigentlich kann es ja nur einen Gewinner geben, aber... Also wenn du oder ich, möchte ich doch ein bisschen, dass ich gewinne. Ja, wir sehen mal, ob du gewinnst. Ich muss jetzt noch ein bisschen lernen für das Finale. Also ich finde das voll gut, dass jetzt Leila und ich im Finale sind, weil ich will ja auch, dass Leila gewinnt, aber... Ich will jetzt auch ein bisschen, dass ich gewinne. Also ich verstehe das noch nicht genau. Gewinnen ja jetzt beide oder kann nur eine von uns gewinnen? Also wie geht's jetzt weiter? Also ja, das mit dem Abschied ist jetzt schon irgendwie traurig. Ich meine, wir wissen ja, es kann nur einer gewinnen und klar, es mussten jetzt welche gehen. Natürlich sollten lieber Bibo und Tessa gehen als Chanel und ich. Also ist natürlich schade, aber ich bin sehr gespannt auf das Finale. Und ja, also wenn nur einer gewinnen kann, dann bin das ja wohl hoffentlich ich, ne?